Mit massivem Materialeinsatz versuchen die russischen Streitkräfte, die ukrainischen Verteidiger in die Knie zu zwingen. Bislang vergeblich. An weiten Teilen der Front beißen sich die Kreml-Truppen die Zähne an dem Widerstand der Ukrainer aus. Zwei Militärexperten erklären bei T-Online, weshalb es einer der größten Armeen nicht gelingt, entscheidende Fortschritte in der Ukraine zu erzielen. Unter heftigem Feuereinsatz gelingt es den ukrainischen Truppen wiederholt, das Momentum auf dem Schlachtfeld auf ihre Seite zu ziehen. Russische Truppen werden von Versorgungslinien abgeschnitten und zum Rückzug gezwungen. Der Grund, warum die Ukraine trotz anfänglicher Unterlegenheit die Initiative im Krieg gewinnen konnte, sieht Militärexperte Carlo Massala in der Architektur beider Streitmächte, wie der Experte bei T-Online erklärt. Naja, generell gilt, die russischen Truppen sind gemäß Befehlstaktik orientiert. Das heißt, russische Truppen kriegen Befehle, was sie zu machen haben. Die ukrainischen Truppen sind im Sinne der Auftragstaktik ausgebildet. Das heißt, sie kriegen Aufträge, die sie so weitestgehend wie möglich eigenständig erfüllen. Das sind zwei unterschiedliche Prinzipien, wie Armeen vorgehen können. Was im russischen Falle dazu führt, dass wenn es halt Probleme gibt, russische Soldaten keine eigenständigen Entscheidungen treffen, weil das nicht im Bereich ihres Auftrages liegt, sondern auf Befehle warten. Und wenn diese Befehle dann falsch sind oder taktische Fehler enthalten, dann gibt es halt Katastrophen. Bei der Auftragstaktik kriegen sie einen Auftrag, den als Einheit, den erfüllen sie in weitestgehenden Rahmen eigenständig und haben natürlich damit auch bei den Kommandeuren diese Einheiten viel mehr Verantwortung und damit auch möglicherweise viel mehr Kreativität. Nach dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen Georgien 2008 kündigte Russland zwar an, seine Streitkräfte modernisieren zu wollen, doch viele Strukturen aus der Sowjetunion blieben. Das rächt sich nun im Feldzug gegen die Ukraine. Die Folgen der verschlafenen Modernisierung für das russische Militär sind verheerend, beschreibt Simon Miles bei T-Online. Wir haben es vor allem in der Anfangsphase der Invasion gesehen. Die Russen haben Generalstabsoffiziere nah an die Kontaktlinie geschickt, sodass sie sich in der Reichweite der ukrainischen Artillerie befanden und in großer Zahl getötet wurden. Nur weil es ein General braucht, um in ein Problem einzugreifen. In den Vereinigten Staaten wäre das wahrscheinlich von einem Captain oder Major gelöst worden. Normalerweise würde es von einem ranghohen Soldaten gelöst werden. Aber das ist das Problem. Die große Schwäche des russischen Militärs liegt meines Erachtens einfach darin, wie es aufgebaut ist und wie es über die Bekämpfung der NATO-Standards denkt. Die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Kanada und so weiter befähigen junge Führungskräfte, welche sich an der Kontaktstelle befinden und die über das technische und taktische Fachwissen verfügen, dazu, die beste Lösung für ein Problem zu finden. United States, United Kingdom, Canada, etc., is to empower junior leaders who are at the point of contact, who can identify problems and who have the technical and the tactical expertise to come up with the best solution for that problem in that moment. Die ukrainische Armee habe die Zeit seit der ersten russischen Invasion 2014 genutzt, so beide Militärexperten. Gemeinsam mit NATO-Truppen trainierten die Ukrainer, reformierten Strukturen und Kriegsführung. Ein großes Problem des russischen Militärs sei vor allem eine Person. Ausgerechnet Kreml-Chef Wladimir Putin selbst. Part of the problem in the Russian case is also that a lot of the information when it comes to the intent. Ein Teil des Problems besteht darin, dass hochrangige Personen diese Informationen nicht an untergeordnete Führungskräfte weitergeben, die dann entsprechend handeln können. Aber ein Teil des Problems im russischen Fall ist auch, dass viele Informationen über die Absichten des Befehlshabers wirklich nur in dem Kopf eines Mannes existieren, und das ist Wladimir Putin. Daher würde ich sagen, dass es definitiv Zeiten gegeben hat, in denen seine militärischen Führer, sei es der Verteidigungsminister oder der Generalstabschef, nicht wirklich wussten, was die politischen Ziele sind und daher nicht in der Lage waren, die besten militärischen Strategien umzusetzen, um diese Ziele zu erreichen. Very, very top echelon of command between the president Vladimir Putin and his key advisors and aides, and then you see that problem replicated all the way downstream to the very lower levels of command. Die veraltete russische Kriegsführung kostet mehr Leben und mehr Material. Dennoch hat die Kreml-Führung eine militärische Lösung gefunden, wie sie mit der taktischen Stärke des Gegners umgeht.
If you're not able to really fight effectively in urban warfare, which is extremely taxing. Wenn sie nicht in der Lage sind, wirklich effektiv in der städtischen Kriegsführung zu kämpfen, die extrem anstrengend und extrem anspruchsvoll ist, dann setzen sie einfach Artillerie ein, um die Stadt platt zu machen. Das ist eine militärische Lösung für ein Problem. Es ist eine schreckliche Lösung, aber wenn man nicht in der Lage ist, das Gelände zu durchqueren, dann lassen sie sich eben auf das ein, was sie jetzt sehen. Nämlich eine Terrorbombenkampagne, mit der man versucht, den Willen der ukrainischen Bevölkerung zu brechen, indem man Zivilisten in großem Umfang angreift. Das ist eine militärische Lösung für diese Probleme. Das sind Lösungen, die unter dem Verhaltensstandard eines Berufssoldaten liegen sollten, aber es sind dann auch Lösungen, auf die sich das russische Militär zu verlassen bereit ist. Mit dieser Art der Kriegsführung scheint das russische Militär bislang nur begrenzte Erfolge erzielen zu können. Zwar gelingen Putins Armee so kräftezehrende Gebietsgewinne, doch den Widerstandswillen der Ukrainer konnte sie so bislang nicht brechen.